Das geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu wieder einmal einer neuen Folge vom geheimen Kabinett. Heute. Bundle of Joy. Oder gefesselt voneinander. Das soll doch einer mal sagen, man sei im 17. Jahrhundert im amerikanischen Nordosten nicht fortschrittlich gewesen. Hatten sich dort eine junge Frau und ein junger Mann ineinander verguckt und. Wollten es mal miteinander versuchen, dann konnten sie probeweise eine Nacht miteinander schlafen. Und das sogar mit Einverständnis der Eltern und im elterlichen Ehebett. Es gab dabei nur einen Haken. Sie mussten sich fesseln und einnähen lassen. Das sogenannte Bundling war ein Brauch, der vermutlich aus Großbritannien oder aus Holland im 17. Jahrhundert ins koloniale Amerika kam und dort Insbesondere Neuengland und Pennsylvania bis ins 19. Jahrhundert fortlebte. Körperlicher, vorehelicher Kontakt war selbstverständlich in den puritanischen Gebieten der neuen Welt verpönt. Aber unverheirateten war es doch möglich, durch das Bundling eine Nacht miteinander zu verbringen, wenn auch quasi in einem selbstgemachten Keuschheitsgürtel. Aber sie konnten so die ganze Nacht miteinander reden, sich auf die Weise privat kennenlernen und miteinander morgens aufwachen. Und wer das schon mal mit jemandem gemacht hat, der weiß, äh, da können sich Abgröde auftun. Damit aber darüber hinaus nichts passierte, wurde das Mädchen natürlich mit kompletter Kleidung in einem Schlafsack-ähnlichen Leinensack eingenäht, meist nur die unteren Partien der Mädchen, aber ganz oft wurden auch beide Partner separat bis zum Hals eingenäht. Nachdem zuvor mit einem Band die Füße und die Hände zusammengebunden wurden. Unter den strengen Augen der Eltern wurden dann beide zu Bett gebracht, wie auch immer das schon vorstatten gegangen ist, <laughs> hüpfend wahrscheinlich, und zur Sicherheit wurde noch ein dickes Holzbrett zwischen beide geschoben, man konnte ja nie genau wissen. Oder die Eltern legten sich gleich noch mit dazu. Und wenn sie dann immer noch wollten, konnten sie am nächsten Morgen dann die Heirat anbahnen nachdem er sie vorher wieder befreit hatte, versteht sich. Eine etwas einfachere Variante stand im sogenannten Bundling Bag, eine Art doppelter Schlafsack, der in der Mitte durch eine längs verlaufene Naht beide Schlafgenossen voneinander trennen sollte. Um diesen etwas merkwürdigen Brauch zu verstehen, hilft es sicher zu wissen, dass Schlafzimmer, wenn überhaupt eigene Zimmer dafür bereitstanden, noch nicht die intimen Räume waren, als die wir sie heute sehen. Heute bitten wir unsere Gäste ja eher ins Wohnzimmer. Das Schlafzimmer zeigen wir eher selten. Meist deswegen, weil sich da unsere hastig hingeworfenen Wäschebergetürmen und alles andere, was wir nicht mehr rechtzeitig wegräumen konnten. Weil die Gäste mal wieder viel zu früh da waren. Ja, von euch rede ich, Sandra und Timo. Äh, wo war ich? Ach ja, das amerikanische Schlafzimmer des 17. und 18. Jahrhunderts war dagegen quasi ein halböffentlicher Raum. In dem zwischen dem Empfangen von Gästen über Kinderkriegen und Kinderzeugen wahrscheinlich, bis eben hin zur Nachtruhe alles Mögliche stattfand, vermutlich oft genug auch alles gleichzeitig. Dennoch hagelte es auch für diese Methode der Eheanbahnung harsche Kritik seitens der kirchlichen Tugendwächter. Puritanische Pastoren, wie beispielsweise Jonathan Edwards, hielten das Bandling für einen abergläubischen Brauch, dem nur die bigotten und vulgären Teile der Bevölkerung anhingen, und der unweigerlich zur Sünde führen müsse. Zumal es auch den Ruf einer Person zerstören könne und in jedem anderen Land der Erde als Prostitution angesehen würde, so wettete der Pastor. Aber auch spätere Historiker rümpften dann eher die Nase über diese Tradition, die, Zitat, den Brunnen der Moral austrockne und die Familienwappen tausender Familien befleckt hätte, wie es der Historiker Henry Reed Stiles in seiner Geschichte von Connecticut 1859 wertete. Vielleicht hatte die Kritik im letzteren Punkt ja nicht ganz Unrecht, denn tatsächlich waren voreheliche Schwangerschaften infolge von Bundling wohl gar nicht mal so selten. In diesen Fällen war der Vater aber immer sehr schnell aus- und dingfest zu machen und die Ehe wurde dann auch ohne Einverständnis der Beteiligten schnell geschlossen, um die Reputation der Tochter und natürlich der Familie insgesamt zu schützen. 1785 erschien anonym in einem beliebten Almanach ein Gedicht, das vor den Gefahren des Bundlings warnen sollte, mit dem Titel A New Bundling Song or a Reproof to Those Young Country Women Who Follow the Reproachful Practice and Their Mothers for Upholding Them Therein. Ein Auszug. A Bundling couple went to bed with all their clothes from foot to head, that the defence might seem complete. Each one was wrapped. In a sheet. But oh, this bundling's such a witch, the man of her did catch the itch, and so provoked was the wretch that she of his a bastard catched. Also in etwa ein neues Bundling-Lied oder ein Tadel an gewisse ländliche Frauen, die dieser verwerflichen Praxis folgen und an ihre Mütter, die sie darin unterstützen. Ein Bandlingpärchen ging ins Bett mit all ihrer Kleidung von Kopf bis Fuß. Die Vorsichtsmaßnahmen schienen perfekt, denn jeder von ihnen steckte in einem Tuch. Doch, oh, dieses Bandling ist verhext, den Mann befiel dieses Jucken, und so entfacht wurde das arme Ding, dass sie von ihm einen Bastard empfing. Und selbst der Schriftsteller Washington Irving witzelte, wenn auch nicht in seiner bestbekannten Kurzgeschichte, die Legende von Sleepy Hollow, sondern in seinem Knickerbocker's History to New York. Diesem Patentenbrauch rechne ich die beispiellose Vermehrung des Yankee-Stammes an, denn ist eine von Gerichtsakten und Pfarrregistern verbürgte Tatsache, dass wo immer der Brauch des Bandlings verbreitet war, dem Staate jährlich eine erstaunliche Anzahl Belger beschert werden, ohne den Segen von Gesetz oder Kirche. Dass sich dieser Brauch noch bis ins Mitte des 19. Jahrhunderts halten konnte, Übrigens zuletzt dann belegt durch einen eben erwähnten Gerichtsakt. Das liegt sicher daran, dass es damals im prüden kolonialen Amerika kaum Möglichkeiten für junge Menschen gab, sich zu verabreden und kennenzulernen. Kein Wunder, dass man damals auch diese rügerosen Unannehmlichkeiten auf sich nahm, um den potenziellen Lebenspartner einmal näher zu beschnuppern, bevor man sich ein Leben lang an ihn binden musste. Zudem es die bessere Alternative war, als sich den künftigen Ehemann von den Eltern bestimmen zu lassen, wenn man überhaupt die freie Auswahl bekam. Liebe war, wenn überhaupt höchstens zufällige Folge einer Ehe, nicht unbedingt der Grund oder gar die Voraussetzung für die Anbahnung einer solchen. In der Mitte des 19. Jahrhunderts gab man das Bandling dann aber langsam auf. Die Idee, junge, unverheiratete Paare miteinander die Nacht verbringen zu lassen, selbst unter diesen Vorsichtsmaßnahmen, galt nun im immer brüder gewordenen Amerika als mittlerweile undenkbar. Doch die Idee des Bundlings erwachte im Amerika der 1960er noch einmal zu kurzer Blüte. Natürlich insbesondere bei konservativ-christlichen Familien und strengen religiösen Glaubensgemeinschaften wie den Amischen. In Anbetracht der als verrucht angesehenen Treffen junger Pärchen in Kinos oder auf einsamen Parkplätzen, bot das Bandling offenbar vielen besorgten Eltern eine ordentliche, sichere und warme Alternative für ihren Nachwuchs. Apropos warm. Vielleicht rührt die Tradition ursprünglich auch einfach aus der Not heraus, in Zeiten knapper und teurer Heizmaterials auch im Winter nachts warm zu bleiben. Neben der Eheanbahnung diente das Bandling bei ärmeren Familien oft einfach nur dazu, im Winter noch etwas Geld zusätzlich zu verdienen. Indem man durchreisenden Fremden anbot, etwa mit der Ehefrau oder der Tochter das Bett zu teilen. Hierfür waren dann in vielen Betten bereits Bundlingboards, also Trennbretter vorgesehen, die bei Bedarf eingeschoben werden konnten. Ob da wohl auch der Ausdruck der Besucherritze für den Spalt zwischen zwei Matratzen herkommt? Gräbele, wie man daheim im Landle sagt? Na, ich weiß es nicht. Leider habe ich dazu nämlich noch keine einschlägige Literatur finden können. Eigentlich schade. Vielleicht wisst ihr ja was. Euch auf jeden Fall, sei es einsam oder zweisam in euren Betten, mit oder ohne Gräbele, ein angenehme Nachtruhe und bis zum nächsten Mal, euer Bundler. Äh, Buddler natürlich.